Hallo liebe Hungrige, Yazilicious und Cook Bakery haben hier auf YouTube eine Erdbeerwoche ins Leben gerufen. Letztere hat den Reigen gestern schon mit einer schönen Kühlschranktorte, einem Erdbeer-Cheesecake begonnen. Rezept und alle teilnehmenden Kanäle sind von hier aus am Ende und in der Infobox verlinkt. Ja, und ich darf mit dabei sein und deshalb gibt es heute bei mir ein leckeres und übrigens auch sehr haltbares Erdbeer-Grickbread. Wir brauchen dafür Cashewkerne, die ihr aber auch durch Pekannüsse oder Mandeln ersetzen könntet. Wir brauchen weißen und braunen Zucker, weiße Kuvertüre, gemahlene Mandeln, Backpulver, Vollkorn und normales Mehl, ein Ei, Salz, etwas Limetten- oder Zitronensaft, Milch, Butter, Frischkäse und natürlich Erdbeeren. Zuerst wird eine Kastenform mit etwas flüssiger Butter eingestrichen und anschließend mit den gemahlenen Mandeln ausgestreut. Nun müssen die Cashewkerne gehackt werden. Grob reicht aus. Ich nehme dafür den alles zerkleinere, doch das geht auch mit einem Messer. Von einem Teil der gewaschenen Erdbeeren wird nun das Grün entfernt und wirklich vorher waschen, weil ansonsten zu viel Wasser in die Frucht eindringt. Anschließend die Erdbeeren in Stücke schneiden. In eine Schüssel geben wir nun das Mehl und das Vollkornmehl, den weißen Zucker und den braunen, ebenso das Backpulver und dann wird alles gründlich miteinander vermischt. In eine andere Schüssel geben wir zur flüssigen Butter die Milch, auch das Ei und verrühren alles gründlich. Danach rühren wir alles in die Mehlmischung ein, geben dann die gehackten Cashewkerne hinein und auch die geschnittenen Erdbeeren und heben alles unter. Den nun fertigen Teig füllen wir in die Kastenform, streichen ihn etwas glatt und geben die Form dann in den Backofen, und zwar bei 200 Grad, Umluft 180 Grad, für 50 bis 60 Minuten, macht zum Ende hin die Stäbchenprobe. Und falls ihr meint, dass der Teig zu dunkel wird, deckt ihn in den letzten Minuten mit Alufolie ab. Den gebackenen Kuchen erst in der Form für ca. 15 Minuten ruhen und anschließend auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen. Nun muss noch das Frosting zubereitet werden. Dafür hacken wir zuerst die Kuvertüre grob, geben sie dann in ein geeignetes Gefäß und schmelzen sie über dem Wasserbad. Hin und wieder dabei umrühren und dann, wenn sie flüssig ist, vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Die nun lauwarme Kuvertüre wird jetzt mit dem Schneebesen des Rührgeräts unter den Frischkäse geschlagen. Dann geben wir die flüssige Butter mit hinzu und ebenso etwas Limetten- bzw. Zitronensaft und verrühren anschließend alles nochmals gründlich miteinander. Und diese Masse verteilen wir nun auf unserem Kuchen, streichen diesen rundherum damit ein, gebt ihn dazu auf ein Kuchengitter oder irgendeine andere Form, so dass er jedenfalls gut an die Seite auch herankommt. Für das Einstreichen eignet sich natürlich ein Palettenmesser am besten und wenn ihr keins habt, nehmt ein großes Messer oder auch einen Tortenheber. Wenn der Kuchen dann rundherum eingestrichen ist, stellen wir ihn für ca. 30 Minuten kühl. In der Zwischenzeit schneiden wir die restlichen gewaschenen und vom Grün befreiten Erdbeeren in mehr oder weniger dünne Scheiben und dekorieren dann den nun gekühlten Kuchen auf der Oberseite ganz nach unserem Geschmack. Und damit ist dieser leckere Kuchen auch fertig. Wie am Anfang schon erwähnt, er schmeckt auch noch nach einigen Tagen ganz prima. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr euch nochmal das Rezept von Cook Bakery anschauen oder in den anderen Kanälen stöbern möchtet, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Viel Spaß noch bei unserer Erdbeerwoche und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.